HSV-Fans und YouTube-Fans und Facebook-Fans. Peter, ich wünsche euch einen schönen Urlaub und eine Corona-freie Geschichte. Und natürlich, wir haben noch keinen Fußball. Aber das wird ja wieder losgehen. So, an meine YouTube-Freunde, ich melde mich in dieser Woche nochmal. Wir wollen mal eine kleine Live-Sendung machen, weil Peter hat ja nun 60-jährige HSV-Erfahrung. Und ihr fragt dann und ich antworte dann, wenn ich es kann. So, freut euch drauf. Irgendwann machen wir das mal. Und dann hau rein ins Tango, nur der HSV. Ich hoffe, das sage ich mal hier ganz nebenbei, dass unser Daniel June hier ein bisschen Glück hat und auch von der Presse nicht gleich zerrissen wird, wenn nicht alles gleich so läuft, wie wir uns das vorstellen. Lasst den Mann erstmal arbeiten und dann können wir urteilen. Also ich wünsche Daniel alles Gute in Hamburg. Also sonst ist alles klar, nur der HSV, Jungs. Und wir müssen kleine Brötchen backen, das wissen wir ja. Aber mit dem neuen Trainer, mal sehen, wie es geht. Ich hoffe, gut. Alles klar, nur der HSV. Tschüssi, tschüss.